Berlin schafft das nicht, was Entwicklungsländer wie Kambodscha zum Teil hinkriegen, nämlich ordentlich zu wählen. Das Berliner Verfassungsgericht hat die komplette Berliner Abgeordnetenhauswahl und eben auch die Bezirksverordnetenwahl für ungültig erklärt. Die Wahl muss wiederholt werden und zwar innerhalb von 90 Tagen, egal was sei. Nun ist natürlich das große Problem, dass der Deutsche Bundestag am gleichen Tag gewählt worden ist, in den gleichen Wahllokalen mit dem gleichen katastrophalen Management, verantwortet von der Berliner SPD und dem damaligen Innensenator Geisel. Nur der Deutsche Bundestag hat ein bisschen Angst, wenn nämlich in ein paar Wahlkreisen vielleicht sich der Wind gedreht haben könnte, dann wäre es vorbei mit der Ampelkoalition. Es wäre vielleicht vorbei mit der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Und genau deswegen hat der Bundestag entschieden, doch nur in sehr wenigen Wahlkreisen, wo Verstöße bewiesen worden sind, die Wahl zu wiederholen für den Deutschen Bundestag. Dieser Auffassung ist das Berliner Landesverfassungsgericht überhaupt nicht gefolgt, sondern hat gesagt, nee, im ganzen Land muss neu gewählt werden. Und das stellt jetzt natürlich die Frage, entweder irrt der Deutsche Bundestag oder es irrt das Berliner Landesverfassungsgericht, denn es ist ja auch irgendwie doof, dass im Endeffekt zwar in ganz Berlin die Abgeordnetenhauswahlen und die Bezirksverordnetenwahlen durchgeführt werden, aber nur in manchen dieser Bezirke dann auch die Bundestagswahl. Jeder normal denkende Mensch sagt doch, na, wenn wir doch schon in ganz Berlin die beiden Wahlen wiederholen, dann wiederholen wir doch die Bundestagswahl auch noch dazu. Und das ist auch genau unsere Perspektive. Hier ist gemauschelt worden, hier ist geschummelt worden. Diese Wahlen erfüllen mitnichten jegliche demokratische Standards. Das war einfach nur Mist. Und deswegen muss von vorne gewählt werden hier in Berlin. Und zwar natürlich alle drei Häuser. Die Bezirksverordnetenversammlung, das Abgeordnetenhaus und eben auch der Deutsche Bundestag in allen Wahlkreisen und mit allen Direktkandidaten. Alles andere hat keinen Sinn. Und ich bin mal gespannt, wie das rechtlich weitergeht. Das wird ja wohl noch eine intensive Debatte werden. Wir als AfD kämpfen auf jeden Fall dafür, dass die Berliner eine ernsthafte Stimme bekommen hier bei der Bundestagswahl und eben nicht betrogen werden, um ihr Recht, eine ordentliche Stimme für den Deutschen Bundestag abzugeben. Jeder Wähler hat hier das Recht, sich zu äußern. Und wir als AfD stehen für diese Demokratie, während die anderen nur für ihre Mandate stehen.